Our topic will be Satan's science and one digital mind for the last days. Ja, unser Thema heute Nachmittag lautet Satans Wissenschaft und ein digitaler Geist der letzten Tage. And I believe this is a prophetic reality. Und ich glaube, das ist eine prophetische Realität. And we want to examine this by the spirit of prophecy and by the word of God. Und wir möchten das Ganze untersuchen mit dem Geist der Weissagung und dem Worte Gottes. Satan, the enemy, he hates when his plans are revealed. Satan, der Feind, hasst es, wenn seine Pläne offengelegt werden. And we want to get an idea of his devices and his plans. Und wir möchten eine Idee, einen Eindruck bekommen von seinen Kunststücken und Plänen. His power and his purpose. Von seiner Macht und seiner Absicht. Let's go to Isaiah chapter 42. Gehen wir zu Jesaja Kapitel 42. Verse 21. Vers 21. Isaiah chapter 42, verse 21. Jesaja 42, Vers 21. The Lord is well pleased for his righteousness sake. Es gefiel dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen. He will magnify the law. Das Gesetz groß zu machen. And make it honorable. Und herrlich zu machen. Now, how is the law magnified? Und wie wird das Gesetz groß gemacht? It's a spiritual work. Das ist eine geistliche Arbeit. Christ magnified the law. Christus hat das Gesetz groß gemacht. I delight to do thy will, O my God. Ich liebe es, deinen Willen zu tun, O mein Gott. Thy law is within mine heart. Denn dein Gesetz ist in meinem Herzen. This was the mindset of Christ. Das war die geistliche Ausrichtung Christi. And Christ wants to give us the same mind. Und Christus möchte uns dieselbe Gesinnung geben. He wants us that this mind is in our heart. Und er möchte, dass diese Gesinnung fest verankert in unseren Herzen. This is actually the new covenant promise. Und das ist im eigentlichen Sinne die Verheißung des neuen Bundes. That his law is magnified in us. Dass sein Gesetz in uns groß wird. But let's read what is the condition of God's people. Und lass uns lesen, in welchem Zustand das Volk Gottes sich befindet. Verse 22 and verse 23. Vers 22 und 23. But this is a people robbed and spoiled. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. They're all of them snared in holes. Sie sind alle in Löchern gefangen. And they are hid in prison houses. Und in Gefängnissen versteckt. They are for a prey. Sie wurden zum Raub. And none delivereth. Und niemand rettet. For a spoil and none says restore. Sie wurde zur Beute und niemand sagt, gib sie wieder heraus. Who among you will give ear to this? Wer ist aber unter euch, der auf dieses hört? Who will hearken and hear for the time to come? Der Acht gibt und es künftig beachtet. Now I believe this is something or is a prophetic truth for our time. Nun, ich glaube, dass dies eine prophetische Wahrheit ist für unsere Zeit. For the last days. Für die letzten Tage. You know, in Luke chapter 4, verse 18. Lukas Kapitel 4, Vers 18. It says, for the spirit of the Lord is upon me. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir. Because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Weil er mich gesalbt hat, das Evangelium den Armen zu verkündigen. He has sent me to heal the brokenhearted. Er hat mich gesandt, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. To preach deliverance to the captives. Gefangenen Befreiung zu verkünden. And recovering of sight to the blind. Und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. To set at liberty them which are bruised. Zerschlagene in Freiheit zu and setzen. And preach the acceptable year of the Lord. Um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. This was Christ's work. Das war Christi Werk. Medical missionary work. Die gesundheitsmissionarische Evangeliumsarbeit. His work was to set minds free. Seine Arbeit bestand darin, den Geist der Menschen frei zu machen. To set individuals free from their captivity. Individuelle Menschen zu befreien aus der Gefangenschaft. Now, who is ensnaring people? Who ensnares people? Wer setzt Menschen in Gefangenschaft? It's of course Satan. Natürlich, das ist Satan. And what is if an individual is not aware that he is ensnared, that he is captive by him? Was ist, wenn jetzt das Individuum sich dessen gar nicht bewusst ist, dass er in Gefangenschaft genommen wurde? What if a person doesn't know his true condition?
Was ist, wenn ein Mensch seinen wahren Zustand gar nicht kennt? Now Paul, he gives an advice to Timothy in 2 Timothy chapter 2. Paulus gibt dem Timotheus einen Rat in 2. Timotheus Kapitel 2. Talking about him, how a servant of the Lord should work with those people. Und er spricht davon, wie der Diener des Herrn mit Gottes Volk zu arbeiten hat. He says in verse 25. Und zwar in Vers 25 sagt er. In meekness instructing those that oppose themselves. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. If God peradventure or maybe will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. And that they may recover themselves out of the snare of Satan, which are taken captive by him. Wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. There's no power for anyone to take oneself out of that situation. Niemand hat die Kraft, sich selbst aus so einer Gefangenschaft herauszuholen. If Christ doesn't intervene. Wenn Christus da nicht einhalt oder wenn Christus da nicht einwirkt. Now let me ask you. Und ich möchte euch fragen. If you think about Satan's will. Wenn ihr über Satans Willen nachdenkt. About his mind. Über seine Gesinnung. Does Satan have a mastermind? Hat Satan einen meisterhaften Geist? So, what do we need? Was brauchen wir? We need people. Wir brauchen. Attention is not there, it's here. Und bitte, eure Aufmerksamkeit soll hier sein. Do you see how the devil distracts you so quickly with this little thing? Seht ihr, wie der Teufel euch so schnell ablenkt mit diesen kleinen Dingen? I don't say this to attack you, just be aware of it. Und ich sage es nicht, um euch anzugreifen, sondern seid euch dessen bewusst. It's also a kind of way of psychology. Es ist auch ein bisschen Psychologie. So again the question. Also erneut die Frage. Has Satan a mastermind? Hat Satan einen Mastermind? He has. Hat er das? So ja. We need a greater mind. Also wir brauchen einen größeren Geist als der Teufel es hat. Yes, we need a greater will. Wir brauchen einen stärkeren, größeren Willen. Go with me to 2 Corinthians, please. Gehen wir mal zum 2. Korinther bitte. Chapter 2. Kapitel 2. Verse 11. Vers 11. The Bible says. Die Bibel sagt. Lest Satan should get an advantage of us. Damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden. For we are not ignorant of his devices. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Now this word in English it says devices. Und im Englischen heißt es hier Absichten, seine Machenschaften. But this word device is in English also used for example technical devices. Und dieses Wort Absicht oder Machenschaft lässt sich im Englischen auch gebrauchen für technische Mittel. Now we talk about how Satan influenced the mind in the last days. Und wir sprechen davon, wie Satan in den letzten Tagen der Weltgeschichte den Geist der Menschen beeinflusst. Satan is a student of the mind. Satan ist ein Studierender des Geistes. For thousands of years, Satan has been experimenting upon the properties of the human mind. Seit Tausenden von Jahren experimentiert Satan mit den Eigenschaften des menschlichen Geistes. And he has learned to know it well. Und er hat gelernt, ihn gut zu kennen. By his subtle workings in these last days, he is linking the human mind with his own. Durch seine subtile Arbeitsweise in diesen letzten Tagen verbindet er den menschlichen Geist mit seinem eigenen, imbuing it with his thoughts, und erfüllt ihn mit seinen Gedanken. And he is doing this work in so a deceptive a manner, und er tut diese Arbeit auf eine so trügerische Weise, that those who accept his guidance, dass diejenigen, die seine Führung akzeptieren, know not, nicht wissen, that they are being led by him at his will, dass sie nach seinem Willen von ihm geführt werden. Now this is something. Das ist eine große Sache. You think you're straight, but you're deceived and you don't know it. Du meinst, du gehst auf geraden Pfad, aber du bist getäuscht und du weißt es nicht mal. And some may ask, so how does he do that? Und manche mögen fragen, so wie macht er das denn? Don't we have a free will? Haben wir denn nicht einen freien Willen? He did it once before.
Er hat das schon mal zuvor gemacht. Go with me to Genesis chapter 6. Gehen wir doch zum ersten Mose Kapitel 6. And those of you who know your Bibles well. Und wer seine Bibel gut kennt. You know that chapter. Kennt dieses Kapitel. Talking about the time before the flood. Es spricht von der Zeit vor der Sintflut. Verse 5. Vers 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde. And that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Und dass alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse war. So Satan accomplished this. During the antediluvian time or world. Und Satan hatte das erreicht zur Zeit der zur vorsintflutlichen Zeit. And God needed to destroy the world. Und Gott musste die Welt zerstören. Those people were just imbued with Satan's thoughts continually. Diese Menschen waren kontinuierlich mit Satans Gedanken durchflutet. There was a collective consciousness of a whole generation. Sie hatten ein kollektives Bewusstsein von einer ganzen Generation in sich getragen. Now, how will it be in the last days? Und wie wird es in den letzten Tagen sein? What does Matthew chapter 24, Luke chapter 21 says? Was sagt Matthäus 24 und Lukas 21? It will be in the time of. Es wird in der Noah, Zeit right? von Noah sein. It will be like in the times of Noah. Es wird so sein wie in den Tagen Noahs. Now, had Satan now 6,000 years to refine his methods. Nun hatte nun Satan 6,000 Jahre lang Zeit, um seine Methoden zu verfeinern. To influence the mind. Um den Geist zu beeinflussen. Now, what is the mind? Und um was geht es bei dem Geist? This is a definition which you find if you just Google it. Und wenn man da googelt, dann findet man folgende Definition. It says the element of a person. Es geht um das Element einer Person. That enables them to be aware of the world and their experiences. Dass die Person befähigt, bewusst zu werden von der Umwelt und über seine Erfahrungen. To think and to feel the faculty of consciousness and thought. Es befähigt den Menschen zu denken, zu fühlen. Und das Bewusstsein zu haben und zu denken, ja, now, zu fühlen. Yes, sorry. Yeah. Yes, so there's this mind. Also, das ist der Geist. It's a device. Es ist ein Werkzeug. It's you know, it's mostly out of water. Und hauptsächlich besteht dieses Werkzeug aus Wasser. How much percent? Aus wie vielen Prozent We've just Wasser? Learned that. Ihr habt das gerade gelernt. Right, very good students. Genau, sehr gute Studenten. 75%. 75%. And this device is connected with the spine and the nerve system or the nerve ending. Sogenannte Werkzeug steht in Verbindung mit dem Nervensystem. And it is able to house and to search and to bring up thoughts. Und mit der Wirbelsäule. Yes. Und es ist also fähig oder in der Lage, Gedanken zu produzieren. And it can store memories. Und kann auch Gedanken einspeichern. It is aware of his surroundings. Also Erinnerungen einspeichern. Das Gehirn ist sich bewusst über dessen Umwelt. And it can take data. Und kann Daten aufnehmen. And it can, that can be auditorily or visually. Und kann auditorisch wirken oder visuell. And it not only remembers, und kann sich nicht nur an Dinge erinnern, but it also, with the remembrance, it also connects feelings with this. Und mit den ganzen Erinnerungen werden auch Gefühle verbunden. And this is very strong. Und das ist sehr stark. Now, you have heard about artificial intelligence, right? Ihr habt von der künstlichen Intelligenz gehört, Now, nicht man wahr? Also created devices. Menschen haben auch Werkzeuge entwickelt, which by memories, die durch die Erinnerung, like in form of video, in Form von Videos, sound audio, durch Klang Audio, and information like for example text, und Informationen wie Texte, that those can be recorded, diese Dinge können alle festgehalten werden, they can be stored and they can be bring up again.
und gespeichert werden und wieder hervorgeholt werden. Those are computers. Das hier sind Computer. So like the mind, the computer does this work. Und wie unser Geist, so kann auch dieser Computer die ganze Arbeit verrichten. You know, in early days we needed to bring to memory our phone number. In den alten Zeiten mussten wir unsere Telefonnummer auswendig lernen. Let me ask you. Und ich möchte dich jetzt fragen. Who of you knows your phone number by heart? Wer von euch kennt seine Telefonnummer auswendig? A few. Doch einige. More than 50%, mehr praise God, 50% at least for that. Gepriesen sei der Herr. Most of us need to go to the cell phone. Aber die meisten von uns müssen das Handy erstmal hervorholen. And to check their phone number. Und nach seiner eigenen Telefonnummer suchen. All of us, we really rely much on artificial intelligence. Alle von uns verlassen uns sehr stark auf die künstliche Intelligenz. You know, once we memory it or bring to our minds where we came from. Wisst ihr, wenn wir uns einmal in Erinnerung holen, woher wir kommen? Once we memorize where we came from. Wenn wir es auswendig lernen, wo wir durchgelaufen sind. Früher haben wir uns gemerkt, woher wir kommen. Ah, yes. Okay. Sorry. Früher, danke. Früher haben wir uns gemerkt, woher wir kommen. We knew our name. Ah, wir haben unseren Namen gekannt. Now we need to Google where we live. Jetzt müssen wir schon googeln, wo wir wohnen. Or Google tells us. Und Google erzählt es uns. Oh, we speak to our computer. Oder wir sprechen zu unserem Computer. Oh Siri, I forgot where I live. Oh Siri, ich habe vergessen, wo ich wohne. Please tell me. Bitte sag es mir. The street and the house number. Die Straße und die Hausnummer. So all of us, we rely much on those things, those also, devices. Alle von uns verlassen uns sehr stark auf diese Gerätschaften. Rather by using God's giving mind. Anstatt dass wir das Gott gegebene haben und gut nutzen unseren Geist. We much rely on digital minds. Anstelle dessen verlassen wir uns zu viel auf den digitalen Geist. So if we forget something, also wenn wir etwas vergessen, we go to a digital database or a collective consciousness, dann gehen wir zu einem digitalen Speicher, to gain informations, um dort Informationen zu holen. And often we give value to this information. Und oft messen wir dieser Information Wert bei. Because the internet cannot be wrong. Weil das Internet kann ja nicht Unrecht haben. And so today we have a collective digital mind. Und so haben wir heute einen kollektiven digitalen Geist. I tell you that spiritualism foretold us this. Und ich kann euch sagen, der Spiritismus hat uns das schon vorausgesagt. You know, spiritualism is not just talking to the dead. Wisst ihr, Spiritismus bedeutet nicht nur, mit den Toten zu sprechen. But spiritualism forms also a collective mind. Sondern der Spiritismus bildet genauso einen kollektiven Geist. Through various forms of meditation. Durch verschiedenste Meditationsformen. Spiritual exercises. Durch spirituelle Übungen. And today we have technology. Heute haben wir die Technologie. Which isn't bad in itself. Was nicht an sich selbst schlecht ist. But before we have the written word. Aber bevor wir das geschriebene Wort haben. Before we had the written word. We had. Yes. Aber zuvor hatten wir das geschriebene Wort. So for a long time, you know, it was not even necessary to write things down. Und für lange Zeit war es noch nicht einmal notwendig, Dinge aufzuschreiben. Adam just passed his information to the next generation. Adam hatte ganz einfach seine Information der nächsten Generation weitergegeben. He did this for 900 years. Und das tat er 900 Jahre lang. He didn't need to take out his cell phone. Er musste nicht sein Handy herausziehen. And look up what happened with the fall of man. Und nachschauen, was da geschehen ist beim Sündenfall des Menschen. But after man became more degraded, aber nachdem der Mensch degradierter wurde, there came an invention, kam eine Erfindung, writing, Schriften, and so libraries und, came into existence, und Büchereien kamen in Existenz, where you have a volume of informations, wo man Volumen an Informationen findet, like a mind. Wie ein Geist. Later on, radio came. Später kam das Radio. Radio waves. Radiowellen.
went over the whole world. Verteilten sich auf der ganzen Welt. And the next step, of course, television. Und der nächste Schritt war natürlich Fernseher. And television had a huge impact on man. Und der Fernseher hatte einen sehr großen Einfluss auf den Menschen. Now there's a presentation online. Da gibt es eine Präsentation online. You will find it on my YouTube channel. Und man findet es auf meinem YouTube-Kanal. The title is Satan's Mainstream Infiltration. Und der Titel ist Satans Haupt Strominfiltration. And there I talk more in detail how TV works. Und dort werde ich noch etwas detaillierter darüber sprechen, wie das Fernsehen funktioniert. And how Satanism is using television. Und wie Satan den Fernseher nutzt. Yeah, and Satanists. Und Satanisten. So I'm not going into that information. If you like, you can watch this presentation online. Und zu dieser Information gehe ich jetzt nicht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne online euch dann anschauen. And we'll make a next step talking about the internet. Sondern wir machen jetzt den nächsten Schritt und sprechen über das Internet. Because internet connects the world today. Weil das Internet verbindet heutzutage die ganze Welt. We all have smartphones. Wir haben alle Smartphones. Most of us. Oder mindestens die meisten von uns. Everything today is smart. Alles heute ist schlau, smart, schlau. But if you look outside, you see actually that we are becoming more degraded and stupid. Aber wenn man nach draußen schaut, da stellt man fest, dass wir eigentlich immer dümmer werden und degradierter. Sometimes I wonder if we really got smarter. Und manchmal frage ich mich, ob wir wirklich schlauer oder smarter geworden sind. And then we go home. Und dann gehen wir nach Hause. And we talk to our, I don't know how those devices are called, but we say, put the light on. Und dann sprechen wir zu diesen gewissen installierten Anlagen und sagen, Licht geh an. And the light goes on. Und das Licht geht an. And I tell the refrigerator, I don't know, cook something or I don't know. The refrigerator. Yeah, I don't know. Und ich sage dem Kühlschrank, koch mir was. Or order something. Oder ich bestelle was. You know, it's like you come like in a digital home today. Ja, also man kann heute schon in ein komplett digitalisiertes Heim eintreten. I don't know if you like that. Und ich weiß nicht, ob euch das gefallen würde. Personally, it's too much for me. Für mich persönlich wäre das zu viel. I like to come home and just put the button. Ich möchte gerne at least. Ich möchte gerne nach Hause kommen und mindestens noch einen Knopf drücken dürfen. I don't want to be 100% depending upon, you know, digital devices. Ich möchte nicht hundertprozentig abhängig sein von digitalen Gerätschaften. Even if they are a blessing in some way. Auch wenn sie auf gewisse Weise zum Segen dienen können, natürlich. And so they can be used everywhere today. Ja, man kann sie heutzutage überall einsetzen. My brother recently. Mein Bruder vor kurzem, he wanted to order a second SIM card for a cell phone. Wollte eine zweite SIM-Karte für sein Handy bestellen. And he called his provider. Und hatte seinen Hersteller angerufen. And they told him, yes, it's possible. Und sie sagten ihm, ja, das ist möglich. Just put your cell phone in front of your face. Setze mal dein Handy vor dein Gesicht. And don't wonder. Und wundere dich nicht. I put the light on. Ich werde das Licht einschalten and take a picture of you. Und ein Bild von dir machen. And the light went on the cell phone from my brother. Und das Licht ging an am Handy von meinem Bruder. And took a picture of him. Und nahm ein Bild von ihm. Now, this is something. Okay. You know, if we forgot something today. Also wenn wir heute etwas vergessen haben. We just show it up in the internet. Wir schauen das Ganze im Internet an. And we take out the memory, so to say. Und wir nehmen das Gedächtnis daraus. And then we show it to somebody. Und dann zeigen wir das jemanden. And this is like a digital or a collective consciousness. Das ist wie ein digitales oder kollektives Bewusstsein. So every age, in every place in the world can look up everything today. In jedem Alter, an jedem Ort dieser Erde kann alles nachgeschaut werden. You can learn things on YouTube. It's amazing. Man kann Dinge auf YouTube lernen, die einfach nur erstaunlich sind. And so in every place this is available today. Und an jedem Ort ist das heute erhältlich. Just by the way. Und übrigens. Did you know that there's a company who's working right now on a system called Life Earth? Habt ihr gewusst, dass es eine Firma gibt, die an einem System arbeitet namens Life Earth? You know Google Maps, right? Ihr kennt Google Maps, nicht wahr? But those pictures, aber diese Bilder
Because it's pictures, it's not live. Es sind eben Bilder, es ist nicht live. But now they want to bring something in. Und jetzt wollen sie aber etwas installieren. Where you can constantly 24 hours watch live. Wo man konstant 24 Stunden live mitverfolgen kann. Every place in the world. Was da an den verschiedensten Orten auf dieser Erde geschieht. Just by the way. Und übrigens. It's also financed by Bill Gates. Es wird auch von Bill Gates finanziert. Just by the way. Also nur so nebenbei gesagt. I wonder why he is interested in that. Ich wundere mich, warum er so ein Interesse daran hat. If he likes to watch what his neighbors are doing. Ob er gerne beobachtet, was seine Nachbarn macht, live. I don't know. Ich weiß es nicht. But it's like Satan tries with a digital eye. Aber es to look around the world. Es gibt den Eindruck, dass Satan versucht, mit einem digitalen Auge die ganze Welt zu durchziehen. You know, our creator is bigger than that. Aber wisst ihr, unser Schöpfer ist größer als das. We just heard it this morning from Mailbone. Wir haben es gerade heute Morgen von Mailbone gehört. You know, when we wake up, wisst ihr, wenn wir aufwachen, we don't need to tell our eye, focus. Müssen wir unseren Augen nicht erst Befehl geben, fokussiert euch. You know, we need to go to a camera and tell the camera what it needs to do. Wir müssen wohl zu einer Kamera gehen und der Kamera Anweisung geben, was sie zu tun hat. Where God just needs to speak a word. Wobei Gott gerade mal ein Wort sprechen muss. And it exists. Und es kommt in Existenz. Or comes to existence. Yes. Es geschieht. Then Satan needs 6,000 years. Und Satan braucht 6,000 Jahre. To invent a poor substitute for that. einen erbärmlichen Ersatz dafür zu entwickeln. But he will use that in the last days. Aber er wird das nutzen in den letzten Tagen der Weltgeschichte. It will be effective. Und es wird effektiv sein. You know, everywhere, even people in Africa. Wisst ihr, überall, sogar Menschen in Afrika. I was in December in Kenya. Ich war im Dezember in Kenia. And there are no street lights. Und da gab es keine Straßenlaternen. But in every home. Aber in jedem Haus, Television, ein Fernseher, Smartphones, everywhere. Überall. Don't tell me that the world is not connected. Also bitte erzählt mir nicht, dass die Welt nicht verbunden ist. It's one digital mind. Es ist ein digitaler Geist. Now, why should we as a people of God should be aware of those things? Nun, warum sollten wir als Volk Gottes Bescheid wissen über diese Dinge. We read this statement. Wir haben die Aussage gelesen. Because by his subtle workings in these last days. Denn durch seine subtile Arbeitsweise in diesen letzten Tagen. He is linking the human mind. Verbindet er den menschlichen Geist. With his own. Mit seinem eigenen. Imbuing it with his thoughts. Und erfüllt ihn mit seinen Gedanken. Let me ask you. Und ich möchte euch fragen. Has this prophecy been realized or fulfilled in our days? Wurde diese Prophezeiung erfüllt in unseren Tagen? Written over 100 years ago. Die vor mehr als 100 Jahren geschrieben wurde. Are digital devices linked to the internet, allowing that every imagination of the thoughts of the hearts will become only evil continually? Führen diese digitalen Gerätschaften dazu, mit denen man alles im Internet sich anschauen kann, dazu, dass die Gedanken der Herzen nur noch böse sind? Has Satan linked the human mind to his own? Hat Satan den menschlichen Geist mit seinem eigenen verbunden? From Adam's days to now. Von Adams Tag bis heute. Satan has been working at the wheel. Hat Satan am Steuer gearbeitet? Turning it until he has the control of all the human minds. Und es gedreht, bis er die Kontrolle über alle menschlichen Gedanken hat. Who have received the lies with which he has deceived Eve. Welche die Lügen erhalten haben, mit denen er Eva betrogen hat. And then used her as an agent. Und sie dann als sein Werkzeug benutzt hat. To entice Adam into sin. Um Adam zur Sünde zu verleiten. Satan has kept his specious working upon human minds from that day to this. Satan hat von diesem Tag an bis heute seine scheinbare Arbeit am menschlichen Geist fortgesetzt. I come back to this quotation. Und ich werde zu diesem Zitat zurückkommen. Let me ask you. Ich möchte euch fragen. Have you ever heard about the term social media influencer? Habt ihr schon einmal von dem Ausdruck soziale Medien beeinflussen gehört? Yeah. Somebody who uses social media.
jemand, also es geht um jemand, der die sozialen Medien nutzt. To influence people with their thoughts and ideas. Um Menschen mit ihren eigenen Gedanken und Ideen zu beeinflussen. Let me give you an example. Ich möchte euch ein Beispiel geben. This is Kim Kardashian. Da haben wir Kim Kardashian. Some of you, you don't need to know her. Ihr müsst sie nicht kennen. But some of you know her. Aber manche von euch kennen sie. She is still the wife from Kanye West. Kane, ah ja. Yeah. Sie ist immer noch die Ehefrau von Kane West. Still, they're about to divorce, but sie anyway. Sie werden sich wahrscheinlich bald scheiden lassen, aber egal. But she became famous and her whole family. Aber sie wurde berühmt mit ihrer ganzen Familie. Because of social media. Aufgrund von den sozialen Medien. And not just only television, but using Facebook, Instagram, Twitter, all those things. Nicht nur durch Fernseher, sondern auch durch Facebook, Instagram und Twitter und all diese Möglichkeiten. And millions und of people are following her. Millionen von Menschen folgen ihr nach. You know, people are paying money to her. Wisst ihr, Menschen zahlen Geld an sie. That she says. Und sie sagt. So that she says. Ah, damit sie sagt. Or this product. Oh, dieses Produkt. Oh, I've never drank a soda like this. Ich habe noch nie so eine Limo getrunken. Or people, you know, they send her free clothes. Oder Menschen schicken ihr gratis Kleidung. Because they hope. Weil sie hoffen. That she will wear this in public. Dass sie diese Kleider in der Öffentlichkeit tragen and wird. And somebody takes a picture. Und jemand ein Foto von ihr machen wird. And it will be published. Und das Ganze kommt dann in die Öffentlichkeit. And so, let me ask you. Und ich möchte euch die Frage stellen. Who was the first social media influencer on the earth? Wer war der erste, der über soziale Medien beeinflusst hat auf dieser Erde? Tell me. Sagt es mir. It's not Satan. Nicht Satan. We just have read it before. Wir haben es gerade gelesen. Let's read it once again. Lasst es uns noch mal lesen. Satan has been working at the wheel. Ja, Satan hat am Steuer gearbeitet. Turning it until he has the control of all the human minds. Und es gedreht, bis er die Kontrolle über alle menschlichen Gedanken hat. We have received the lies. Die Lügen erhalten with haben. Which he have deceived Eve. Mit denen er Eva betrogen and hat. And then used her. Und sie dann benutzt hat. As his agent. Als sein Werkzeug. To entice Adam um into Satan sin. Zur Sünde zu verleiten. So Satan. Also Satan. Sorry. Adam. He wasn't at the tree. Also, Adam selber war nicht am Baum gewesen. Adam was influenced. Adam wurde beeinflusst. Satan had a product to sell. Satan hatte ein Produkt zu verkaufen. And he used Eve to market that product for Adam. Und er hatte Eva benutzt, um für dieses Produkt Werbung zu machen bei Adam. You know, Satan is a hitchhiker. Wisst ihr, Satan ist ein wie sagt yeah, man den? Somebody who Ein Autostopper oder ja, also jemand, der so mitfährt quasi. Ein Mitfahrender. Ja, ein Tramper, danke. Ein Tramper, danke. Hitchhiker, yes. Ein Tramper. So, Satan couldn't leave the tree. Und Satan konnte den Baum nicht verlassen. He needed to imbue Eve with his mind. Er musste die Eva mit seinem Geist beeinflussen. With his thoughts. Mit seinen Gedanken. And bring those thoughts to Adam. Und er musste Eva nutzen, dass sie diese Gedanken dem Adam bringt. You know, Eve was deceived. Und Eva wurde verführt. But Adam, he chose to come under Satan's sophistries. Aber Adam, er hatte sich willentlich entschieden, unter Satans Machenschaften zu geraten. Ever thought about this? Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht? That Eve was the first social media influencer on the world? Dass Eva die erste soziale Person war, die beeinflusst hat auf dieser Erde. Yeah, also sie media. Hat durch soziale Medien Einfluss geleistet. It is a special work of Satan in these last days. Es ist das besondere Werk Satans in diesen letzten Tagen. To take possession of the minds of the youth. Die Gedanken der Jugend in Besitz zu nehmen. Tonight, Melbourne will talk about this more.
Und heute Abend wird Mabel noch mehr dazu sagen. To corrupt their thoughts and inflame their passions. Ihre Gedanken zu verderben und ihre Leidenschaften zu entfachen. All are free moral agents. Alle sind freie moralische Wesen. And as such, they must bring their thoughts to run in the right channel. Und als solche müssen sie ihre Gedanken dazu bringen, im rechten Kanal zu laufen. Now, could it be? Könnte es sein, that the Internet, dass das Internet, that digital connectivity, diese digitale Verbundenheit, that a collective consciousness, dass dieses kollektive Bewusstsein, that those things are the means to corrupt the thoughts, dass diese Dinge die Mittel sind, um Gedanken zu verderben, and to inflame passions, und Leidenschaften zum Entfachen zu bringen. If permitted, wenn es erlaubt wird, the evil angels will work, werden die bösen Engel, the minds of man, werden die bösen Engel den Geist der Menschen bearbeiten, until they have no mind or will of their own, bis sie keinen eigenen Geist oder Willen mehr haben. Now, this is amazing. Das ist erstaunlich. So if we go into that, also wenn wir, or giving into it, wenn wir uns darauf einlassen, they're being influenced, und beeinflusst no, werden. They being influenced, und, yes. Und the people are being influenced. Und die Menschen beeinflusst werden. They suggestions are bringing up to them. Und Gedanken eingeflößt werden. And they are brought under the mind of another power. Und sie unter den Geist einer anderen Macht geraten. To do his will. Dass sie schlussendlich dessen Willen tun. How do we call that? Wie bezeichnen wir sowas? Yes. Hypnotism. Genau, Hypnose. It's of course a form of manipulation, but it's hypnotism. Es ist eine Form von Manipulation natürlich, aber durch Hypnose. And this is also done by rapid fire images. Und das geht genauso durch diese schnell abspielenden Bilder. You know, in one second, if you watch something. Wenn man nur eine Sekunde lang etwas vor den Augen sieht. For example, you can fill in with 25 pictures or 50 pictures. Zum Beispiel 25 oder sogar 50 Bilder. And then you put a rhythm under it. Und dann setzt man einen Rhythmus dazu. Or you put the music exactly on the or the rhythm exactly to the pictures. Und man hält den Rhythmus mit den Bildern in Harmonie. And so then with the music. Und dann mit der Musik. Subconsciously. Wird dann im Unterbewusstsein. You're influenced. Eine Beeinflussung geschehen. And you brought in, under hypnosis. Und du wirst in einen hypnotischen Zustand geführt. And normally we are, when we're talking right now, in our brain there are beta waves. Und normalerweise gerade jetzt trägt unser Hirn eine Beta-Welle. So when we are awake, we are making decisions. Wenn wir wach sind, treffen wir Entscheidungen. But when we come under those forms of hypnosis. Aber wenn wir unter eine Hypnose fallen, like those rapid fire images, wie diese images, sich schnell abspielenden Bilder, we come into this alpha wave rhythm, dann gerät das Hirn in die Alpha-Welle, and our frontal lobe will be passed by, und unser Frontallappen wird übersprungen, and there's no reasoning anymore, und man kann keine gedanklichen Schlüsse mehr ziehen. We will not make the decisions which we would do if we would be not under this hypnosis. Wir werden dann nicht in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, die wir normalerweise treffen würden, wären wir nicht unter Hypnose. Do you know sometimes if you watch something on YouTube? Wisst ihr, manchmal, wenn ihr etwas auf YouTube schaut, we have those advertisements in between, da haben wir diese Werbungen zwischendrin, or at the beginning, oder am Anfang, those 5 seconds, 5 Sekunden Werbung, and then you can click them away. Und dann kann man sie wegklicken. You know that, right? Ihr kennt das, oder? It's amazing. Es ist erstaunlich. In those 5 seconds, innerhalb von diesen nur 5 Sekunden, watch how much pictures and information they put in 5 seconds. Schau dir mal, wie viele Bilder und Informationen sie in diese 5 Sekunden reinpacken. It's a whole sermon. Es ist eine ganze Predigt. It's really amazing in 5 seconds. Es ist wirklich erstaunlich innerhalb von nur 5 Sekunden. Now, maybe somebody of you are aware of this book. Und vielleicht kennen manche von euch dieses Buch. It's written by Noam Chomsky. Es wurde von Noam Chomsky geschrieben. The title is Manufacturing Consent. Und der Titel lautet hergestellter Konsent. So, and it talks about that today every generation.
Und er spricht von jeder Generation von heute. Es influenced by social media, TV, Internet. Beeinflusst wird von sozialen Medien, vom Fernseher und Internet. Marketing. Vom Marketing. With the purpose. Mit der Absicht. To do and to think according what those companies and those governments want to sell you. Dass die Menschen dazu geführt werden, das zu tun und das zu denken, was diese Firmen und Regierungen wollen. And what they want to sell to you also. Und das anzunehmen, was sie verkaufen wollen. And they're using a psychology principle. Und sie nutzen hier ein psychologisches Prinzip. They call you to desire something. Sie entfachen in dir das Verlangen nach etwas. Have you ever heard about Ivan Pavlov? Habt ihr schon einmal von Ivan Pavlov gehört? Somebody of you heard of him? Ivan Pavlov? Has one, two, three, four. Persons, okay. Wir haben ungefähr vier Menschen unter uns. Now, he was a Russian medical doctor and physiologist. Er war ein russischer medizinischer Arzt und ein Physiologe. And he once the Nobel Prize. Und er hatte einmal einen Nobelpreis gewonnen. For the work on production glands. Für seine Arbeit, die er geleistet hat über die Produktionsdrüsen. But furthermore. Aber mehr dazu. He discovered an important foundations when it comes to behavioral research. Er hatte sehr wichtige Grundlagen gefunden, wenn es die Forschung von Verhaltensweisen geht. Most famous is the Pavlovian dog. Am berühmtesten ist der pavlovische Hund. Ever heard about that? Habt ihr schon einmal davon gehört? Oh, this is very interesting. Das ist sehr interessant. He showed in this research. Er zeigte bei dieser Forschung. He proved the classic conditioning. Und zwar hatte er die klassische Konditionierung beschrieben. So that is a natural, mostly innate reaction. Und zwar geht es um eine natürliche und meist initiierte Reaktion, eine angeborene Reaktion. Or a so-called unconditional reaction. Oder eine bedingungslose Reaktion. Which can be added by learning a new conditioning reaction. Die also hinzugefügt werden kann, indem eine neue bedingte Reaktion erlernt wird. So as you see on the picture. Und wie ihr auf dem Bild seht. What they did is. Was hier gemacht wurde ist, they took a dog or dogs, sie haben halt einen oder mehrere Hunde genommen, gave them food, und hatten ihnen Nahrung gegeben. And the same time when they gave the food, und zur selben Zeit, als sie die Nahrung brachten, there was a bell ringed. They ring a bell. Da hatten sie eine Glocke, die sie zum Klingeln brachten. And they did this over and over. Und das taten sie immer und immer wieder. Every time when they gave the food, jedes Mal, wenn sie das Futter brachten, ding, 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 ding. Da, ding, ding, ding. And one day. Und eines Tages. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. No food. Kein Futter. But the dog. Aber der Hund. What do you guess what he was doing? Was meint ihr, was hatte er gemacht? Salivating. Er hatte Speichelfluss. Because just there was a conditional response. Weil er hatte eine konditionierte Reaktion. Just by suggestion ringing the bell. Nur durch die Vorgabe der Glocke. And the same things working until today. Und dasselbe funktioniert bis heute. Now, which man wants to buy that car? Welcher Mann will dieses Auto kaufen? That's what they do in advertisements. Ja, das machen sie bei den Werbungen. They connect the deepest passions with a product. Sie verbinden die tiefliegendsten Leidenschaften mit einem Produkt. In order to associate with them. Damit sie sich mit ihnen verbinden können. A classical example is the sport cars, which are oftentimes are sold or sold with women. The advertisement. Ein klassisches Beispiel hierfür sind diese Sportautos, die mit Frauen vermarktet werden. Why that? Und warum so? Because the man in his fallen condition. Weil der Mensch in seinem gefallenen Zustand. He desires woman.
Der Mann sehnt sich nach Frauen. So he sees this advertisement. Und so sieht er diese Werbung. And he thinks, oh, I need that car. Und er denkt sich, oh, dieses Auto brauche ich. Actually, he wants that woman. Aber eigentlich will er diese Frau. His carnal mind is craving for that woman. Seine fleischliche Gesinnung verlangt nach dieser Frau. But this product is connected with that carnal passion. Aber dieses Produkt wurde nun verlinkt mit seiner fleischlichen Leidenschaft. Or you take for example a hamburger. Zum Beispiel nehmt ihr einen Hamburger. And you see that woman and she's eating that hamburger with all her passions. Du siehst diese Frau, wie sie diesen Hamburger mit ihrer ganzen Leidenschaft verzehrt. And you think, oh, I need a hamburger. Und du denkst, oh, ich brauche einen Hamburger. Just the other day we were driving on the highway. Gerade gestern waren wir auf der wir waren einmal unterwegs auf der Autobahn. And there was a truck passing by. Oh, we passed by a truck. Und da sind wir an einem Lastwagen vorbeigefahren. And there was advertisement for water. Und da war Werbung für Wasser drauf. And a huge naked woman on it. Und eine große nackte Frau war da mit drauf. You know, it's just nonsense. Es ist eigentlich einfach nur Unsinn. It takes just some product connected with a craving. Also man nimmt irgendein Produkt und verbindet es mit einem tiefen Verlangen. And then they can sell that product better. Und dann kann man das Produkt auf einmal besser verkaufen. But the product has nothing to do with that woman. Aber das Produkt hat gar nichts am Hut mit dieser Frau. Do you think if you drink that water? Meinst du, wenn du dieses Wasser trinkst? It's like for some people it's like sex. Das ist es wie Sex wäre. You know, that's why they take also trustworthy people into advertisement. Ja, und deshalb nehmen sie vertrauenswürdige Menschen in ihre Werbekampagne. To sell their products. Um ihre Produkte zu verkaufen. And there's one man. Und da gibt es einen Mann. The Bible calls him the man of sin. Und die Bibel nennt ihn Mann der Sünde. He does the same. Und er tut dasselbe. He is coming together with all the famous people. Er kommt zusammen mit all den berühmten Menschen. With the CEOs. Mit den CEOs. He comes together with the sports people. Mit den Sportsleuten. The celebrities. Mit den zelebrierten Menschen. Yeah, the den stars. Stars. So do you think that this is just by accident? Und meint ihr, das ist ein Zufall? People will think, oh, he is famous. Die Menschen werden sagen, aha, er ist berühmt. He likes that person. Er mag diese Person. So we should like that person too. Dann sollten wir diese Person auch mögen. This is a conditioned response. Das ist eine konditionierte Reaktion. Oh, I like Angelina Jolie. Oh, ich mag Angelina Jolie. She is a beautiful woman. Sie ist eine wunderschöne Frau. Oh, she likes the Pope. Oh, sie mag den Papst. Maybe I should also like the Pope. Vielleicht sollte ich den Papst auch mögen. Maybe I should follow the Pope on Twitter. Vielleicht sollte ich dem Papst auf Twitter folgen. This is a conditioned response. Und das ist eine konditionierte Reaktion. Like with the dog ringing the bell. Wie mit diesem Hund, wo die Glocke bimmelt. You know, and when they ring this bell. Und wenn diese Glocke bimmelt. It's a kind of music. Dann ist das eine Art Musik. What does Daniel chapter 3 verse 5 tells us? Was sagt uns Daniel Kapitel 3 Vers 5? When they put this golden image there in the desert. Wenn sie das goldene Standbild in der Ebene aufstellen. When you hear the ringing of the bell. Wenn ihr das Bimmeln der Glocke hört. When you hear the music. Wenn ihr die Musik spielen hört. Worship. Dann betet an. They connect worship with music. Sie verbinden die Anbetung mit Musik. Of course, we have also music in Natürlich our worship. Natürlich haben wir auch Musik in unserer Anbetung. It's a gift from God. Es ist eine Gabe Gottes. But they perverted. Aber sie wurde pervertiert. Because they speak to the carnal mind. Weil sie sprechen zu den fleischlichen Gesinnungen. And the carnal mind, which is not connected and influenced by the Holy Spirit. Und die fleischliche Gesinnung, die nicht verbunden ist und übergeben ist dem Heiligen Geist. He will hear the ringing of the bell. Wird das Bimmeln der Glocke hören. And he will worship. Und wird anbeten. Jimi Hendrix, he said once. Jimi Hendrix hatte einmal gesagt. Music is a spiritual thing of its own. Musik ist eine spirituelle Sache in sich selbst. You can hypnotize people with music. Du kannst Menschen durch Musik hypnotisieren. And when you get them at the weakest point. Und wenn du sie beim schwächsten Punkt triffst. You preach into the subconscious what we want to say.
dann predigst du in ihr Unterbewusstsein das, was wir sagen wollen. I believe this is true. Und ich glaube, das ist wahr. Another factor which works very well, ein weiterer Faktor, der sehr gut funktioniert, is fear. Ist Angst. Fear is a very powerful motivator. Angst ist ein sehr mächtiger Motivator. There's a word or they say if it bleeds it leads. Da gibt es einen Spruch, der sagt, wenn es blutet, dann hat es Kraft. So that's why they put into the newspapers, into media, und everything which is bad. Setzen sie in die Zeitungen und in die Medien alles, was schlecht ist. The most shocking and violating things. Die schockierendsten und gewalttätigsten Dinge. And people, they cling to that screen and they're watching it continually. Und Menschen kleben an diesen Bildschirmen und verfolgen das Ganze die ganze Zeit. And so the same carnal desires are used, und dieselben fleischlichen Begierden werden benutzt, to sell a product to somebody, um jemanden ein Produkt zu vermarkten, are the same principles, und das sind dieselben Prinzipien, which they use to influence you how you should think and act in a specific line. Werden um dich zu beeinflussen, wie du denken und handeln sollst. Now look what happens with Corona right now. Und schau doch mal, was mit Corona gerade läuft. In another presentation I will talk about this. Bei einem anderen Vortrag werde ich darüber sprechen. Now maybe somebody of you thinks, I don't know if this is really all about hypnotism. Und vielleicht denken sich manche unter uns, ich weiß nicht, ob das alles nur um Hypnose geht. You know, when we think about hypnotism, often we think there's a pendulum and this is hypnotism. Wenn wir von Hypnose sprechen, dann denken wir gleich an den Pendel und das wäre dann Hypnose. But hypnotism is more than just a pendulum. Aber bei Hypnose geht es um mehr als nur um den Pendel. Either the evil angels or the angels of God are controlling the minds of man. Entweder die bösen Engel oder die Engel Gottes kontrollieren den Geist der Menschen. Our minds are given to the control of God or to the control of the powers of darkness. Unser Geist ist entweder der Kontrolle Gottes oder der Kontrolle der Mächte der Dunkelheit gewidmet. And it will be well for us to inquire where we are standing today. Und es wird gut für uns sein, zu fragen, wo wir heute stehen. Whether under the blood-stained banner of Prince Emmanuel, ob unter dem blutbefleckten Banner von Prinz Emmanuel, or under the black banner of the powers of darkness, oder unter dem schwarzen Banner der Mächte der Dunkelheit. So we need to understand where we are in the great controversy. Und so müssen wir verstehen, wo wir stehen im großen Kampf. By whom our mind is influenced. Durch wen unser Geist beeinflusst wird. Satan is continually seeking to influence human minds by his subtle arts. Satan ist ständig darum bemüht, den menschlichen Geist durch seine subtilen Künste zu beeinflussen. His is a mastermind given of God. Er hat ein Mastermind, der von Gott gegeben wurde. But prostituted with all its noble capabilities. Aber mit all seinen edlen Fähigkeiten prostituiert ist. To oppose and to make of no effect the counsels of the Most High. Um sich den Ratschlägen des Höchsten zu widersetzen und sie ohne Wirkung zu machen. So Satan is a master of subtle arts. Tja, Satan ist ein Meister der subtilen Künste. Now, where did the great controversy begin? Wo hat der große Kampf begonnen? In heaven, right? Im Himmel, nicht wahr? The Bible tells us this. Die Bibel sagt uns das. But the enemy, aber der Feind, he who worked on the minds of the angels in heaven, der an den Gedanken der Engel im Himmel gearbeitet hat, to lead them to disloyalty, um sie zur Untreue zu führen, has been working on human minds, hat an den menschlichen Gedanken gearbeitet. I have been instructed, ich wurde angewiesen, that Satan seeks to link up with man, dass Satan versucht, sich mit Männern zu verbinden, which bear large responsibilities in the Lord's work, die große Verantwortung in der Arbeit des Herrn tragen, in order, damit, that he may fill their minds with evil devisings, damit er ihre Gedanken mit bösen Erfindungen füllen kann. Under his influence, unter seinem Einfluss, man will suggest many things that are contrary to the mind of God. Werden Menschen viele Dinge vorschlagen, die dem Geist Gottes widersprechen. Do you know which person in Adventism or to which person Adventism this happened? Wisst definitely? Ihr, wem das innerhalb des Adventismus definitiv geschehen ist? Harvey Kellogg. Harvey Kellogg. He has a
he was a genius. Er war ein Genie. He was really, he had a mastermind. Er hatte ein Mastermind. But Satan perverted this mind. Aber Satan hatte seinen Geist pervertiert. Very, very sad story. Eine sehr, sehr traurige Geschichte. Now, did Satan try to create in heaven a situation? Nun hat Satan versucht, to create a situation in hat heaven? Hat Satan versucht, im Himmel eine Situation zu kreieren? To control the minds of the angels? Um die Gedanken, den Geist der Engel zu beherrschen? We are told. Uns ist gesagt, that man and woman are not to study the signs of how to take captive the minds of those who associate with them. Dass Männer und Frauen die Wissenschaft nicht studieren dürfen, wie man die Gedanken derer, die mit ihnen in Verbindung stehen, gefangen nimmt. We should put off our shoes. We should not do that. Da sollten wir unsere Schuhe von den Füßen ziehen. Das dürfen wir nicht tun. We should not use that. Wir dürfen diese Technik nicht nutzen. Because this is the science that Satan teaches. Denn das ist die Wissenschaft Satans, die er unterrichtet. He is using those methods to methods to influence. Er nutzt diese Methoden, um zu beeinflussen. Now, the science of a pure, wholesome, consistent Christian life. Die Wissenschaft eines reinen, gesunden und beständigen christlichen Lebens is obtained by studying the word of the Lord. Wird durch das Studium des Wortes des Herrn erlangt. My friends, this is the highest education. Meine Freunde, das ist die höchste Bildung. That an earthly being can be or what we can obtain. Die irdische Wesen erlangen können. Remember that Satan has come down with great power. Denke daran, dass Satan mit großer Macht herabgekommen ist. Which Bible text is this? Und welcher Bibelvers sagt uns das? Yes, Revelation chapter Offenbarung 12 verse Kapitel 12 Vers 12. You know, Satan came down with great power. Satan kam mit großer Kraft herab. To take possession of minds. Um die Gedanken und den Geist in Besitz zu and nehmen. And to hold them captive under his sway. Und sie unter seiner Herrschaft gefangen zu halten. Now, from now on, I believe. Von nun an glaube ich. That every one of us will read this verse differently. Dass jeder von uns diesen Vers anders lesen wird. How Satan came down. Wie Satan herab. Kam, that he is exercising his wrath, dass er also seinen Zorn ausübt, by possessing minds, indem er den Geist der Menschen in Besitz nimmt. Satan tempted the first Adam in Eden. Satan versuchte den ersten Adam in Eden. And Adam reasoned with the enemy. Und Adam argumentierte mit dem Feind. Thus giving him the advantage. Und gab ihm somit den Vorteil. Satan exercised his power of hypnotism over Adam and Eve. Satan übte seine Macht der Hypnose über Adam und Eva aus. What did he do? Was hat er gemacht? Took he out a pendulum? Hatte er ein Pendulum gezogen aus der Tasche? What did he do? Nein, was hat er gemacht? You can read it already. Ihr könnt es lesen. And this power, diese Macht, he strove to exercise over Christ. Und durch diese Macht bemühte er sich über Christus auszuüben. But after the word of Scripture was quoted, aber nachdem das Wort der Schrift zitiert worden Satan war, knew that he had no chance of triumphing. Wusste Satan, dass er keine Chance hatte zu triumphieren. He was speaking, right? Er sprach, nicht wahr? But not just speaking. Aber er sprach nicht nur. He did it in a specific way. Er tat das auf ganz spezifische Weise. Using a medium. Und nutzte ein Medium. He used a very special way to speak those words. Er nutzte eine spezielle Weise, wie er diese Worte aussprach. A specific sound in his voice. Ein spezieller Klang in seiner Stimme. You know, hypnotism can be words and actions. Wisst ihr, Hypnose kann aus Worten und Taten bestehen. To influence the mind. Um den Geist eines anderen zu beeinflussen. Today the modern form. Heutzutage die moderne Form. It's called NLP. Nennen wir NLP. Neuro-linguistic programming. Neurolinguistisches Programmieren. To hypnotize. Um zu hypnotisieren, to control minds. Und den Geist zu beherrschen. This is used in marketing and in selling. Und das wird im Marketing zum Verkaufen von Produkten benutzt. And you can book, for example, a course. Man kann zum Beispiel einen Kurs buchen. To learn that thing.
um diese Sache zu erlernen. But what have we just read? Aber was haben wir gerade gelesen? That Satan, that this is his work. Dass das Satans Werk ist. You know, to cause the mind to accept what they want you to be accepted. Den Geist dazu zu bringen, das zu akzeptieren, was sie wollen. To accept their authority. Ihre Autorität zu akzeptieren. And this goes even deeper. Und das Ganze geht noch tiefer. But I don't want to talk about this today. Aber ich möchte nicht darüber sprechen heute. It goes into mind control. Es geht um Gedankenkontrolle. And MK Ultra. Und MK Ultra. And you have those famous stars. Da haben wir diese berühmten Stars. Where you see that they are programmed. Wo man sieht, dass sie programmiert sind. But I will not talk about this today. Aber darüber werde ich heute nicht sprechen. But they are influenced by those programs to become famous. Aber sie werden beeinflusst durch diese Programme und so quasi durch diese Programme zum Ruhm gebracht. And they are used, of course, for the masses. Und sie werden für die Masse benutzt. You know, there's a reason why Britney Spears, Christina Aguilera and all those people that they were at Disney Club in the beginning and then later when they grew older, they became famous. Da gibt es einen Grund, warum Britney Spears, Christina Aguilera, zuerst, als sie jung waren, im Disney Club waren und dann später wurden sie berühmt. No, the theory of mind controlling mind was originated by Satan. Die Theorie der Gedankenkontrolle des Geistes wurde von Satan ins Leben gerufen. To introduce himself as the chief worker. Um sich als Hauptarbeiter vorzustellen. To put human philosophy where divine philosophy should be. Und die menschliche Philosophie dahin zu bringen, wo die göttliche Philosophie sein sollte. Of all the errors that are finding acceptance among professedly Christian people, now listen. Von all den Irrtümern, die bei angeblich christlichen Menschen Akzeptanz finden, und jetzt hört gut zu, because sometimes we think we're not influenced by this. Denn manchmal denken wir, wir wären davon nicht beeinflusst. None is more dangerous a deception. Da ist keiner eine gefährlichere Täuschung. None more certain to separate man from God than is this. Keiner ist sicherer, den Menschen von Gott zu trennen, als dieser. Innocent. Though it may appear, obwohl er unschuldig erscheinen mag, if exercised upon patients, wenn es an Patienten angewendet wird, it will tend to their destruction, zu not to ihrer their restoration. Zerstörung und nicht zu ihrer Wiederherstellung neigen. It opens a door through which Satan will enter to take possession. Es öffnet eine Tür, durch die Satan eintreten wird. Both of the mind, both of the mind that is given up to be controlled by another. And of the mind that controls. Den Geist, der aufgegeben wird, um von einem anderen kontrolliert zu werden, als auch den Geist, der kontrolliert, in Besitz zu nehmen. Now to summarize this. Und um eine Summe zu ziehen. Now, what she means is that mind is controlling mind. Was sie meint ist, dass ein Geist den anderen Geist beherrscht. By conditional responses. Durch konditionierte Reaktionen. And today people are using hypnotism, for example, to get rid of smoking or to losing weight. Und heute nutzen Menschen Hypnose, um zum Beispiel aufhören zu können mit dem Rauchen oder mit Drogen. But this is very dangerous. Aber das ist sehr gefährlich. Or to losing weight, for example. Oder um Gewicht zu verlieren. Through these sciences. Und durch diese Wissenschaften. Virtue is destroyed. Wird die Tugend zerstört. And the foundations of spiritualism are laid. Und die Grundlagen für den Spiritismus wird gelegt. Which means, was bedeutet, that the power of righteousness, dass die Macht der Gerechtigkeit, moral sensibility is destroyed, dass die moralische Sensibilität zerstört wird. This entering in of Satan, und dieses Eintreten Satans, through the sciences is well devised. Dieses Eintreten Satans durch die Wissenschaften ist gut durchdacht. The minds of thousands have thus been poisoned and led into infidelity. Ja, und so durch wurde der Geist von Tausenden vergiftet und in Untreue geführt. Therefore,
Und deshalb, cut away from yourself everything that savors of hypnotism. Schneide von dir selbst alles ab, was nach Hypnose riecht. The science by which satanic agencies work. Die Wissenschaft, nach der satanische Instrumente arbeiten. And we just have learned a little bit that this is more than a pendulum. Und wir haben gerade gelernt, dass es um mehr geht als nur um ein Pendel. And he begins to exert his power over them. Er beginnt, seine Macht über sie auszuüben. Just as soon as they begin to investigate his theories. Sobald sie beginnen, seine Theorien zu untersuchen. So as soon as you start to investigate those things. Also sobald du beginnst, diese Dinge zu durchforschen. Do you know where Satan is very subtle with this? Und wisst ihr, wie subtil hier in Satan arbeitet, in our church? In unserer Gemeinde? There's a reason why we have those winds of doctrines in our church. Da gibt es Gründe, warum wir so Winde von Lehren haben. I tell you, if you listen too long to some of those new lights. Und ich sage euch, wenn ihr zu lange diesem sogenannten neuen Licht zuhört. You are hypnotized. Dann wirst du hypnotisiert. I don't mean that bad. Und ich meine das nicht schlecht. It's not an attack. Es ist kein Angriff. But it's true. Aber es ist wahr. I have listened to some people and some presentations. Ich habe manchen Menschen zugehört und Präsentationen While I saw that my wife was watching it. Und ich sah, dass meine Frau es geschaut hat. Not because she wanted to adopt this. Nicht weil sie das Ganze annehmen wollte. But she wanted to understand why those people think that way. Sondern sie wollte verstehen, warum diese Menschen so denken. But I told her stop listening to it. Und ich sagte ihr, hör auf, dem zuzuhören. It's like you listening to a demon. Es ist so, wie wenn du einem Dämon zuhören würdest. Again, I don't mean that bad. Und erneut gesagt, ich meine das nicht schlecht, nicht böse. But you start to see scripture in a way which is not biblical. Du beginnst Schriftstücke auf eine Art und Weise zu sehen und zu interpretieren, wie es nicht biblisch ist. So how is this world linked together in one mind? Und wie wird nun diese Welt in einen Geist verbunden? Now, type in once. Und tipp da mal ein. At YouTube or Google or bei whatever. YouTube oder Google. Facebook founder speaks out. Facebook Gründer spricht. Now this is Sean Parker. Und hier geht es um Sean Parker. He is one of the co-founders of Facebook. Er ist einer der Co-Gründer von Facebook. Was not Mark Zuckerberg alone. Es war nicht nur Mark Zuckerberg alleine. When they created Facebook. Als sie zusammen Facebook kreiert hatten. And they created in the same time a number of social media sites. It's not just Facebook. Zur selben Zeit hatten sie verschiedene soziale Medien kreiert, also nicht nur Facebook. And you will hear him talking. Da werdet ihr hören, wie er spricht. How he talks about that they all und follow the same principles. Wie er sagt, dass sie alle demselben Prinzip folgen. Those created social media sites. Diese sozialen Medien, die sie kreiert haben. It's the principle of psychology again. Es ist wiederum das Prinzip der Psychologie. They make their subscribers on Facebook, for example, they addict them. Sie bringen die einen, die sich da anmelden müssen, zur Sucht. And it's the same principle like Pavlov used, or what he discovered. Es ist dasselbe Prinzip, das auch Pavlov entdeckt hat. Conditional responses. Und zwar konditionierte Reaktionen. I post something. Ich poste etwas. Bing. Und bing. Oh, someone likes my post. Oh, jemand mag mein Posting. Do you know what happens? Wisst ihr, was dann geschieht? You receive that social praise. Du erhältst sozialen Lob. And your body releases dopamine. Und dein Körper schüttet Dopamin aus. New message. Neue Nachrichten. Oh, you are my special friend. Oh, du bist mein spezieller Freund. Oh, really? Oh, wirklich? I've never seen you. Hab dich noch nie gesehen. I cannot even talk to you. Ich kann nicht einmal mit dir sprechen. But you're my special friend. Du bist mein besonderer, spezieller Freund. And then you feel this warm, fuzzy feeling. Und dann spürst du dieses warme, mulmige Gefühl. Now this is dopamine. Dieses ja, warme Gefühl und das ist Dopamin. And that this is the praise that you want again and again. Und das ist dann das Lob, das du immer wieder spüren willst. And so we are brought to a point of likes and comments. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir
wo wir geliked werden möchten und kommentiert werden möchten. Yes. And so we are selfie possessed. Und so werden wir besessen von unserem Selfie. And let's say somebody posts a picture. Sagen wir, jemand postet ein Bild. And you know, I'm not against to post a picture once in a while. Don't get me wrong. Yeah? Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht dagegen, wenn man ein Bild postet. But you need to be careful. Aber man muss vorsichtig sein. You know, because like you just heard out of the mouth of one of the founders of Facebook. Weil wie man gerade gelernt hat, aus dem gehört hat, aus dem Mund von einem der Gründer von Facebook. They're using those principles on purpose. Sie nutzen diese Prinzipien mit Absicht. So if a picture is posted. Also wenn ein Bild gepostet wird. And nobody says something in 5 seconds. Und niemand etwas sagt innerhalb von 5 Sekunden. And then I check it again. Und dann prüfst du noch einmal. And I go back. Und du scrollst noch einmal and zurück. Still nobody liked my new post. Immer noch keiner, der meine Post mag. My new clothes. Und maybe neue Kleider. Maybe we should take a new picture. Oh, vielleicht sollten wir ein neues Bild machen. Maybe somebody will like this. Vielleicht will jemand dieses Bild mögen. You know, I don't let other people influence my joy. Wisst ihr, ich erlaube es nicht, dass andere Menschen meine Freude beherrschen. My joy shall be the Lord. Meine Freude sollte der Herr sein. Post. Post. Bing. Bing. Oh, I received the message. Oh, ich habe die Nachricht bekommen. Jemand mag meine Post. You know, so people are starving for digital acceptance. Ja, Menschen verlangen nach digitaler Akzeptanz. Be honest. Sei ehrlich. How many people do you really know in real life from your Facebook friends? Wie viele Menschen kennst du wahrhaftig im echten Leben von deinen Facebook-Freunden? I think I have about 2000 Facebook friends right now. Ich glaube, ich habe ungefähr 2000 Facebook-Freunde. You know, a friendship takes time, right? Eine Freundschaft nimmt Zeit in Anspruch, oder? You know, sometimes I have not really time really to keep up with at least one or two friends in my life. Manchmal habe ich nicht wirklich Zeit, nicht einmal für ein oder zwei Freunde, um genügend Zeit mit ihnen zu verbringen. I need to be careful that I take enough time with my wife at least. Ich muss Acht darauf geben, dass ich mindestens mit meiner Frau genügend Zeit nehme. But many or most of the our friends are digital friends. They're not real friends. Aber die meisten unserer Freunde sind digitale Freunde und keine echten Freunde. And of course I understand, you know, they for example they somebody sees my videos on YouTube and then they want to be befriended. Und natürlich weiß ich und verstehe, wenn jemand meine Videos auf YouTube sieht, dann möchte er gerne befreundet werden. And it's okay. Und das ist okay. But still, you know, this is not real life. Aber trotzdem, das ist nicht das reale Leben. And the question is, if my world is affected by this. Und die Frage ist, wird meine Welt dadurch beeinflusst? You know, sometimes when I see people like her. Und manchmal, wenn ich Menschen sehe, so wie sie da oben. Or sometimes I see some Adventists. Oder wenn ich manchmal gewisse Adventisten sehe. And they're really starving for this digital acceptance. Die ein ganz starkes Verlangen haben nach dieser digitalen Akzeptanz. You know, when this is not normal. Wisst ihr, das ist nicht normal. You know, then, oh, I have this new clothes, or hopefully somebody says, oh, you look so cute, so pretty. Oh, ich hab diese neuen Kleider, oder ich hoffe darauf, dass jemand mir sagt, du siehst so süß aus, so hübsch. You know, this is actually sad, to be earnest. Das ist, um ehrlich zu sein, traurig. If my world is affected by this. Wenn meine Welt darin besteht. You know, there are people who committed even suicide. Da gibt es, wusstet ihr, da gibt es Menschen, die sogar Suizid begangen haben. Because not many people liked their posts. Weil nicht viele ihren neuen Post gemocht haben. Or people were attacked online so much that they committed suicide. Oder Menschen, die online stark attackiert wurden, haben Suizid begangen. Just by the way. Und nur nebenbei gesagt. A side note. Sometimes if I read in Facebook and in Adventist forums. Manchmal, wenn ich in Facebook, im adventistischen Forum lese, it's sometimes really sad to read how they attack people. Es ist manchmal wirklich traurig, mitzuverfolgen, wie Menschen angegriffen werden. I'm not talking about that they discuss theology or something like Und this. Ich spreche hier nicht von theologischen Diskussionen. I talk about how they really attack the characters of people. It's really bad sometimes. Sondern ich spreche davon, wie sie den Charakter anderer Menschen
attackieren. But they're using those things, those principles. Aber sie nutzen diese Dinge, diese Prinzipien. To keep you on their platform. Um dich auf ihrer Plattform zu halten. And then to sell something to you. Und um dir schlussendlich etwas zu verkaufen. Why does Facebook know? Wisst ihr, warum weiß Facebook? That just a few hours ago I bought something on this webpage. Dass ich gerade vor ein paar Stunden etwas gekauft habe bei dieser einen Webseite. And then I go on Facebook and then I see an advertisement from this other webpage. Dann gehe ich nach Facebook zu Facebook und sehe eine Werbung von der anderen Webseite, of course, wo ich gerade war. Of course they're using those cookies. Natürlich nutzen sie diese Cookies. And all those principles. Und die ganzen Prinzipien. But it's a psychology, it's a trick. Aber es ist ein psychologischer Trick. You know, it's interesting that Steve Jobs, before he died, und es ist interessant, dass Steve Jobs, bevor er starb, the founder of Apple, der Gründer von Apple, he didn't let his children use an iPad. Dass er seinen Kindern nicht erlaubte, ein iPad zu nutzen. Now, shouldn't we use an iPad? Sollten wir kein iPad nutzen? I don't say that. Das sage ich nicht. I own an iPad myself. Ich besitze selber ein iPad. But we understand, we need to understand the true purposes. Aber wir müssen den wahren Zweck davon verstehen. Because he knew that those things can affect the mind. Weil er wusste, dass diese Dinge den Geist beeinflussen können. Now let's read what the Spirit of Prophecy told us. Lasst uns lesen, was der Geist der Weissagung uns gesagt hat. In the future. In Zukunft. Now I guess this is today. Und ich denke, das ist heute. Satan's superstitions will assume new forms. Wird Satans Aberglaube neue Formen annehmen. Errors will be presented in a pleasing and flattering manner. Irrtümer werden auf angenehme und schmeichelhafte Weise dargestellt. False theories. Falsche Theorien. Clothed with garments of light. Bekleidet mit Lichtkleidern. Will be presented to God's people. Werden dem Volk Gottes vorgestellt. Thus Satan will try to deceive. Und so wird Satan versuchen, if possible, the very elect, wenn möglich, die Auserwählten zu täuschen. Most seducing influences will be exerted. Die meisten verführerischen Einflüsse werden ausgeübt. Minds will be hypnotized. Der Geist wird hypnotisiert. Do you know what one of those forms are? Wisst ihr, was einige dieser Formen sind? Besides what we've just discussed. Neben dem, was wir gerade besprochen haben. Have you ever heard about mythology? Habt ihr schon einmal von der Mythologie gehört? You know, pagan gods, den heidnischen Göttern, which you could found in Babylon and Medo-Persia and Greece, die es in Babylon gab, Medo-Persien und Griechenland, in Rome, in Rom, those same gods, dieselben Götter, you will find today with different names, finden wir heute unter unterschiedlichen Namen, or in every culture in different stories, oder in jeder Kultur mit unterschiedlichen geschichtlichen Hintergründen. You have a story about the flood, for example. About that? The flood. In Noah's time, mm-hmm. The flood. Ihr kennt die Geschichte von Noahs, von der Sintflut zu Noahs Zeit. Or about a serpent who could fly. Oder von der Schlange, die fliegen konnte. You know, in Daniel chapter 2 it shows us. In Daniel Kapitel 2 wird uns gezeigt. That those ideas were carried forward from Babylon to Medo-Persia to Greece to Rome. Dass diese Ideen von Babylon zu Medo-Persien zu Griechenland und Rom weitergegeben wurden. And today they are largely brought to us by Catholicism. Und heutzutage werden sie uns breit gefächert vom Katholizismus wiedergegeben. Once those people were called Jupiter. Einmal wurden diese Leute Jupiter genannt. Now they call them Saint Peter. Nun Sankt Petrus. And he sits there in the Saint Peter's Dome in Und Rome. Da sitzt er auf dem Sankt Petrus Dom in Rom. And all those individuals. Und diese ganzen Individuen. They're modeled into Christian gods or individuals or persons. Werden zu christlichen Göttern gemacht. Now this is just ancient paganism. Und das ist das alte Heidentum. Or spiritualism today in a new form. Oder Spiritismus von heute in neuer Kleidung. And what has been seen once as a religious thing. Und was einst als eine religiöse Sache gesehen wurde, is seen today as sacralized. Wird heutzutage als eine weltliche Sache gesehen. They take it out of a religious context or thought. Sie nehmen es aus einem religiösen Gedankengut heraus and put it into a secular thought. Und setzen das Ganze in ein
ein säkulares Umfeld. And how do they bring this to our generation today? Und wie bringen sie es in unsere Generation heute? And use that to link the minds together. Und nutzen das, um den Geist zu verlinken. Errors will be presented in a pleasing and flattering manner, we just read. Irrtümer werden auf angenehme und schmeichelhafte Weise dargestellt, haben wir gerade gelesen. Clothed with garments of light. Und bekleidet mit Lichtkleidern. So, you will hear about Sunday sacredness. Ihr werdet über die Sonntagsheiligung hören. Which is not biblical. Was nicht biblisch ist. They talk about the state of the dead. Wir sprechen von dem Stand der Toten. And it will come in garments of light. Und das Ganze wird in Lichtkleidern präsentiert. You know, it's interesting. Und wisst ihr, es ist interessant. My phone is black right now, right? Mein Telefon ist schwarz, oder? It's a black screen right now. Ist ein schwarzer Bildschirm zu sehen? Oh no, sorry. Oh nein. Now it's black. Jetzt aber. But if I turn it on, wenn ich es anmache, the garments of light, dann seht ihr die Kleider des Lichts. And a new world is open to me. Und eine neue Welt eröffnet sich mir. Which is used that the minds are linked together. Was benutzt wird, um den Geist zu verbinden. But coming back to this point, that they're using the ancient paganism gods. Zurück zu dem Punkt, wo es heißt, dass sie also die Götter des Altertums nutzen. And you see them today in those customs. Man sieht sie heute in diesen Gewändern. And minds are hypnotized. Und der Geist wird hypnotisiert. But what message is given by these people? Aber was für eine Botschaft wird gegeben durch diese Menschen? That salvation and deliverance is possible without God. Dass Erlösung und Rettung möglich ist ohne Gott. And of course you have Harry Potter and all those witches and all that stuff. Natürlich haben wir Harry Potter, die ganzen Hexen und all diese Dinge. I'm not going into that. We have enough presentations on that on the internet. Ich möchte das jetzt nicht ansprechen. Darüber gibt es genügend Präsentationen im Internet. But one thing I found interesting. Aber eine Sache, die ich interessant finde. You know maybe that movie Avatar. Ihr kennt vielleicht diesen Film Avatar. The idea of a whole world is one with nature. Die Idee, dass eine ganze Welt eins ist mit der Natur. Isn't this also what the man of sin, the papacy, is promoting? Ist nicht genau das Gedankengut des Mannes der Sünde, des Papsttums? And is this not the goal to bring the whole world under one mind to follow the beast? Und ist das nicht das Ziel, die ganze Welt in eine Gemütsstimmung zu bringen und zu vereinen unter dem Tier? Climate change. Eine Klimaveränderung. Fear. Furcht. And the Vatican told us, und der Vatikan hat uns gesagt, after, there's a statement where they say, after coronavirus, da gibt es eine Aussage, wo es heißt, nach dem Coronavirus, climate change will become big again. Wird die Klimaveränderung wieder ganz groß werden. And the spirit of prophecy tells us that this will one of the main reasons in the end time, the nature catastrophes. Sorry. Und der Geist der Weissagung sagt uns, dass das eine ganz große Sache werden wird, diese Naturkatastrophen. And the papacy promotes other things. Und das Papsttum steht auch für andere Dinge da. Which you find, for example, in recent movies like The Black Panther. Und das finden wir zum Beispiel in den neuesten Filmen, Der Schwarze Panther. Like this character is talking to his ancestors. Wie zum Beispiel dieser Charakter hier spricht mit seinen Vorfahren. And this character is shown up as an animal. Und dieser Charakter zeigt sich als Tier. It's a little bit dark, maybe you see a panther. Ist vielleicht ein bisschen zu dunkel, aber da sitzt ein Panther auf dem Baum. And in the next scene the panther is changed into that person, his father. Und in der nächsten Szene sieht man dann, wie dieser Panther sich in seinen Vater verwandelt. Now, how did Satan deceive in Und the beginning? Wie hatte Satan verführt am Anfang? Using animals talking. Er nutzte ein Tier, das sprach. You know, today, und heute, we think to put our children in front of TV, heute meinen wir, unsere Kinder vor einen Fernseher zu setzen, where the animals talking, wo Tiere sprechen, this is okay. Dass das okay wäre. I wouldn't do that. Das würde ich nicht tun. This is not biblical. Das ist nicht biblisch. You know, it's the way how Satan uses those concepts and movies like this.
Das ist Satans Technik. Er nutzt diese Konzepte und Filme, you know, to give the idea that there is no God and that there is no punishment. Um die Idee zu vermitteln, dass es keinen Gott gibt und keine Strafe for gibt. Sin, punishment for sin. Keine Strafe für die Sünde gibt. And do you know who owns most of those companies? Und wisst ihr, wer die meisten dieser Firmen besitzt? It starts with a D. Es beginnt mit einem D. And it ends with nay. Und endet mit einem A. Disney. Disney. Ah, mit einem E, also mit Disney. Einem Y, yeah. Also Disney. And Disney teaches the same errors to little children today. Und Disney lehrt dieselben Irrlehren unseren Kindern heute. You know, sometimes when we still could fly a few months ago and travels a few months ago when we could still travel. Ah, als wir vor ein paar Monaten noch reisen konnten. You know, sometimes we are in those planes where everyone has in front a little screen. Und manchmal sitzen wir in diesen Flugzeugen, wo jeder vor sich diesen kleinen Bildschirm hat. And sometimes we need to fly for 10 hours. Und manchmal sitzen wir da 10 Stunden im Flugzeug. And you watch over the crowd. Und wenn du da über diese Menschenmenge blickst, it's so sad, I tell dann you. Ist es so traurig, everyone zu sehen, wie jeder and little children und auch kleine Kinder watching for hours stundenlang da am Filme gucken sind. Those rapid fire images. Diese Bilder, die sich ganz schnell vor dem Auge abspielen sehen. Speaking animals. Sprechende Tiere. And all those things which will bring you away from the idea that there's a living God who und loves all you. All diese Dinge, die dich weg davon führen, dass Gott dich liebt. You know, just by the way, this movie Black Panther. Und übrigens, dieser Film Der schwarze Panther. It's not the most famous, or let me say, it was not the movie who brought in the most money. Das ist nicht der Film, der den größten Profit geschlagen hat. But it's still a good example. Aber es ist immer noch ein gutes Beispiel. This movie cost $200 million. Dieser Film kostete 200 Millionen amerikanische Dollar. And they made $1.3 billion. Und sie haben 1,3 oder 1,4 Milliarden amerikanische Dollar dadurch gemacht. So they're putting their human philosophy there where divine should be. Und so haben sie die menschliche Philosophie auf diese Stufe gesetzt, wo die göttliche Philosophie sein sollte. Putting their gospel upon the people. Sie hatten ihr Evangelium vor die Menschen gesetzt. You know that statement from James Cameron? Kennt ihr die Aussage von James Cameron? Who is the director of Avatar? Der Direktor von Avatar ist. He said that this movie is his gospel to the people. Er sagte, dass dieser Film sein Evangelium an die Menschheit ist. And you know, it's so sad that you see even, it's true, you see even Seventh-day Adventists going on Sabbath watching those movies. Wisst ihr, it's not a joke. Es ist sogar wahr. Man sieht sogar siebenten Tags Adventisten, wie sie am Sabbat ins Kino gehen, um sich diesen Film anzuschauen. Let me read to you Romans chapter 1. Ich möchte Römer Kapitel 1 mit euch lesen. Vers 32. Who knowing the judgment of God, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, that they which commit such things are worthy of death, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. Not only do the same, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, but have pleasure in them that do them, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. What does that mean? Und was bedeutet das? Even if you just watch it, auch wenn du es nur dir anschaust and you like it, und du es magst, you are guilty, machst du dich schuldig. We should not be found in those created rooms which are created to hypnotize you. Wir sollten nicht vorgefunden werden in diesen kreierten Räumen, die dazu gemacht wurden, um dich zu hypnotisieren. Man will rise no higher than his conceptions of truth, purity and holiness. Der Mensch wird nicht höher steigen als seine Vorstellungen von Wahrheit, Reinheit und Heiligkeit. If the mind is never exalted above the level of humanity, wenn der Geist niemals über die Ebene der Menschheit erhöht wird, it is not uplifted by faith to contemplate infinite wisdom and love, wird er nicht durch den Geist, durch den Glauben emporgehoben, um über unendliche
göttliche Weisheit und Liebe nachzudenken. The man will be constantly sinking lower and lower. Der Mensch wird ständig tiefer und tiefer sinken. The worshippers of false gods. Die Anbeter falscher Götter. Ja, yeah? Superman, Iron Man. Superman, Iron Man. Just name them. Und man kann sie alle aufzählen. Clothed their deities with human attributes and passions. Sie bekleideten ihre Gottheiten mit menschlichen Eigenschaften. You know, those gods are just carnal gods. Wisst ihr, diese Götter sind einfach fleischliche Götter. And thus their standard of character was degraded to the likeness of sinful humanity. Und so wurde ihr Charakterstandard auf das Bild einer sündigen Menschheit herabgesetzt. They were defiled in consequence. Sie wurden verunreinigt als Folge. You know, sometimes I talk with people on the street. Wisst ihr, manchmal unterhalte ich mich mit Menschen auf der Straße. Pray that God will use me to bring them truth. Und ich bete, dass Gott mich nutzen kann, um ihnen die Wahrheit zu bringen. That's not me, but that the Holy Spirit is working through me. Und dass es nicht ich bin, sondern dass der Heilige Geist durch mich arbeitet. And I can tell you, und ich kann euch sagen, oftentimes I, when I observe those people, auch oft, wenn ich diese Menschen beobachte, I see that they are hypnotized. Sehe ich, dass sie hypnotisiert sind. It just doesn't go through. Das geht einfach, dringt nicht durch. It's just like you tell them, es ist gerade so, wie wenn du ihnen sagst, if you make one more step, wenn du noch einen Schritt machst, you will hit the wall, wirst du in die Wand knallen, or you will fall down, oder du wirst runterfallen. And they say, und sie sagen, ja, 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 and they run into the wall. Und sie rennen in die Wand. People are hypnotized. Menschen sind hypnotisiert. Because they're influenced or they live in sin. Weil sie beeinflusst sind, weil sie in der Sünde leben. Because they're hypnotized by those things. Weil sie hypnotisiert wurden von diesen Dingen. And of course, like we have heard, because of a bad lifestyle. Wie wir es gehört haben, durch einen schlechten Lebensstil. Satan's power is constantly exercised to stupefy the sensibilities of God's people. Satans Macht wird ständig ausgeübt, um die Sensibilität des Volkes Gottes zu betäuben. That their consciences may not be sensitive to wrong. Damit sein Gewissen nicht für Unrecht empfindlich ist. And that the sign of distinction between them and the world may be destroyed. Und dass das Zeichen der Unterscheidung zwischen ihnen und der Welt zerstört wird. Now, just give me a few minutes your attention. Bitte gebt mir noch ein paar Minuten eure Aufmerksamkeit. What is the sign? Was ist das Zeichen, which will distinct us between from the world? Das uns unterscheiden soll von der Welt. Here are they. Hier sind die. Which keep the commandments of God. Welche die Gebote Gottes halten. And have the faith of Jesus. Und den Glauben Jesu haben. And what is that seal that is binding the law? Und was ist das Siegel, das das Gesetz verbindet? The seventh day Sabbath. Der siebente Tag Sabbat. There's a fight. Und da besteht der Kampf. There's a coming fight. Ein kommender Kampf. People are directed into one mind to receive the mark of the beast. Menschen werden gerade dazu angeleitet, eines Geistes zu sein, um das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Or to receive the seal of God. Oder um das Siegel Gottes zu empfangen. No, the power of the gospel is the Sabbath. Wisst ihr, die Macht des Evangeliums ist der Sabbat. Because in the Sabbath, weil im Sabbat, what is promised us in the Sabbath? Was wird uns versprochen durch den Sabbat? Just to stop to work and to rest? Einfach nur, dass wir mit der Arbeit einmal stoppen und uns ausruhen? Christ is promised in the Sabbath. Nein, sondern Christus wird uns versprochen He mit dem Sabbat. Is promised in the Sabbath. Er wird uns versprochen mit dem Sabbat. You know, we can't have both. Wisst ihr, we can't. We can't wir have können both. Nicht beides haben. Either God is occupying our throne or Satan. Entweder sitzt Gott auf unserem Thron oder Satan. And sometimes we think we're not influenced. Und manchmal meinen wir wären nicht beeinflusst. And this in a time where the Bible tells us that we are in a Laodicean condition. Und das zu einer Zeit, wo die Bibel uns warnt und sagt, wir stehen in der Zeit der Laodizianer. And Satan is linking the minds together. Und Satan verbindet den Geist. Now read with this in mind, read the following text. Er verbindet die Geister miteinander und
Jetzt mit diesen Gedanken möchten wir den folgenden Text lesen. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige. Which have received no kingdom as yet. Die noch kein Reich empfangen haben. But receive power as kings 1 hour with the beast. Aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde. These have one mind. Zusammen mit dem Tier und diese haben eine Gesinnung, and sie shall, sind eines Geistes. And shall give their power and strength unto the what? Und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft wem? Dem Tier. There's one thing, you know, which I recognized in the last few months. Da gibt es eine Sache, die mir aufgefallen ist in den letzten Monaten. It was never so silent in Rome like right now. Es war noch nie so still in Rom wie jetzt. Specifically in Vatican City. Besonders in Vatikanstadt. Let me finish with this quotation. Ich möchte mit diesem Zitat zum Ende kommen. Rome is silently growing into power. Rom nimmt im Stillen an Macht zu. Her doctrines are exerting their influence in legislative halls. Seine Lehren üben auf Parlamente, auf Kirchen und auf In churches and in the hearts of men. Auf Kirchen und auf die Herzen der Menschen ihren Einfluss aus. Hypnotism. Hypnotisierung. Stealthily and unsuspectedly, she is strengthening her forces to further her own ends when the time shall come for her strike. For heimlich her to strike. Und unverdächtig stärkt es seine Kräfte, um seine Endziele zu fördern, wenn die Zeit da ist, zum Schlag auszuholen. All that she desires is vantage ground. Alles, wonach es oder sie verlangt, ist eine günstige Angriffsposition. And this is already being given her. Und dies ist ihr bereits zugestanden. We shall soon see and shall feel. Wir werden bald sehen und fühlen. What the purpose or the mind of the Roman element is. Wohin der römische Geist zielt und was die Absicht des Roms ist. Whoever shall believe and obey the word of God, wer auch immer glaubt und dem Worte Gottes gehorchen will, will thereby incur reproach and persecution. Wird sich dadurch Schmach und Verfolgung zuziehen. Paul says in Romans chapter 7, Paulus sagt in Römer Kapitel 7, so with the mind I myself serve the law of God. Durch den Geist diene ich dem Gesetz Gottes. Either the mind is shaped to serve God's law. Entweder wird der Geist dazu geformt, dem Gesetz Gottes zu dienen. Or carnal desires. Oder es sind fleischliche Wünsche. Which are in enmity to God. Die in Feindschaft mit Gott stehen. And our mind is very much shaped to the positive or negative by music and movies and those devices. Und unser Geist wird sehr stark geformt durch den Einfluss von Musik, von Filmen, durch diese Gerätschaften. And Satan is working to create one world digital mind to worship the beast. Und Satan arbeitet sehr fleißig daran, die ganze Welt in einem digitalen Geist zu vereinen, um schlussendlich das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. To make a whole world crying for a solution which will be offered to them. Um die ganze Welt dazu zu bringen, nach einer Lösung zu schreien, die ihnen geboten wird. By receiving the mark of the beast. Und zwar nehmt das Mahlzeichen des Tieres an. And this will be the study of one of our next topics. Und das wird das Studium in den nächsten Tagen sein. How the mark of the beast is introduced. Wie das Mahlzeichen des Tieres eingeführt werden by wird. By wrong emotions and thinking. Und zwar durch falsche Emotionen und falsches Denken. And false prophetic movements. Und durch falsche prophetische Bewegungen. Let us pray. Lasst uns beten. Our Father in heaven. Unser Vater im Himmel. We thank you, Lord, that you have something greater in mind for us. Wir danken dir, Herr, dass du etwas Größeres für uns im Sinn hast. While Satan is trying to influence us, währenddem Satan versucht, uns zu beeinflussen, to link his mind
with our minds, seinen Geist mit unserem zu verbinden, you have promised us a greater mind, da hast du uns einen größeren Geist versprochen, which is Christ mind, welches Christi Geist ist. Let this mind be in you, so möge diese Gesinnung in uns sein, which was also in Christ Jesus, die auch in Christus Jesus war. Thank you for this promise. Danke für diese Verheißung. Father, help us. Vater, bitte hilf uns. If we are deceived at any point, wenn wir in gewissen Bereichen getäuscht worden sind, help us to see and wake up. Dann bitte hilf uns, es zu erkennen und aufzuwachen. And help us that we might be a help to others. Und hilf uns, dass wir auch für andere eine Hilfe sein können. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitten wir dies. Amen. Amen.